Gut, Leute, was haben wir sonst noch? Sollen wir uns ein Portfolio angucken? Ja, Portfolio wäre nice, oder? Hast du eins? Also, wir haben hier das Portfolio eines 27-jährigen IT-Angestellten. Hallo Thomas, ich würde mich sehr freuen, wenn du mein Portfolio analysieren kannst und mir einige Finanztipps und Inspirationen geben kannst, wie ich mein Geld weiter anlegen kann. Ich bin 27 in der IT-Branche und habe nach meinem Bachelorstudium bei meinem Partnerunternehmen angefangen zu arbeiten. Vor circa 3 Jahren habe ich mit dem Investieren begonnen, leider bei der Comdirect. Warum leider? Ja. Und mit ein paar kostenlosen Sparplänen. Damals mit 200 Euro, dann auf 400 Euro und mittlerweile ist meine Sparrate bei 800 Euro. Ab 2022 wird meine Sparrate bei 1600, ca. 50% meines Einkommens liegen. Seht ihr, Leute, das ist der Hebel, von dem ich gesprochen habe. Ja? Das ist der Einkommenshebel. Ja? Hat dreimal seine Sparrate verdoppelt. Das ist schon krass. Liegen, da ich dann einen liquiden Puffer von ca. 10.000 Euro angelegt habe. Die Sparrate kann ich nur aufrechterhalten, da ich ziemliches Glück mit meiner Wohnung habe und für Lebensmittel und Konsum 2 Budgets anlege, mit denen ich super klarkomme. Ich habe einige ETFs, die ich bespart habe, allerdings dann gewechselt habe, da sie nicht mehr kostenlos waren oder durch meinen Depotumzug zu Scalable nicht mehr verfügbar waren. Erstaunlich, weil eigentlich sind alle ETFs, die es bei auf der Comdirect gibt, auch bei Scalable. Ja. Einige Einzelaktien habe ich aus Spaß dazu gepackt, sowie die 2 Derivate, da ich mich mal damit ausprobieren wollte. Die Allocation ist aber entsprechend gering. Ich würde mich über ein Feedback freuen. Okay, also solide Sparrate, 27 in der IT-Branche, Bachelorstudium, 3 Jahre mit dem Investieren begonnen. Okay, dann schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Okay, also Portfolio 1, 12 Holdings, öffentlich einsehbar, 15.000 Euro drin. Investco MSCI World ist der größte. Okay, krass. Dann Amundi ETF, Leveraged MSCI USA Daily und Nasdaq 100 und Emerging Market Swap. Okay, krass. So, was haben wir denn hier? Muss man hier nicht Year to Date, sondern seit Kauf. So, dann schauen wir uns mal an, wie das... Oh ja, schön, da sieht man, dass es ein Portfolio ist, was schön per Sparrate bespart wurde. Ja, sehr, sehr nice. Also 2018 ging es los tatsächlich. Dann kam hier der Corona-Crash, den man hier gut sehen kann. Dann ging es munter weiter hoch. Und hier gab es nochmal einen größeren Jump. Woran lag das? So genau, hat dann einfach gekauft. Was war das nochmal für ein größerer Kauf? Im September 2022 müsste ein größerer Kauf stattgefunden haben. Also das sind die plus 2.000 hier, vermute ich mal. Ja. Oder? Genau, also er ist hier vom Kapital rund 10.000 auf 13 hoch. Ja, okay, das sind dann, also hat er nochmal 2.000 Euro speziell gekauft. Und hier ging es dann runter. Okay, das ist jetzt der Dip der letzten 2, 3, 4 Tage oder seit Januar, sagen wir mal so. Year to date dürfte er also negativ sein. Genau, hat einen Verlust hingelegt von 10%, also hat er insgesamt verloren seit Anfang des Jahres. 1.800 Euro sind weg, also nicht wirklich weg, aber sind an Buchverlusten. Wenn wir uns das Portfolio aber auf lange Sicht angucken, hat er 6% gemacht. Interner Zinsfuß, also jeweils immer auf das Jahr runtergerechnet, also mit Laufzeit mit berücksichtigt, hat er 15% pro Jahr gemacht. Gut gelaufen. Ja. Dividenden nicht so viel kassiert, 14 Cent, aber es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass er keine Dividendentitel hat. So, dann gucken wir uns mal die Aufteilung an. Also, der größte Teil sind 35% in einem Investco Market MSCI World. Den habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Also, ich habe mir noch lange nicht angeguckt, wie gut oder schlecht der ist. Also, 0,19 kostet der pro Jahr, was okay ist, also was Gutes, ist günstig. 3,3 Milliarden sind drin, ist ein Thesaurierer, synthetisch replizierend aus Irland. Okay, also es hat steuerliche Gründe. Also es ist ein Swap, es ist ein Swapper. Steuerlich gar nicht so unattraktiv. Wobei Irland eigentlich physisch replizierend besser ist aus steuerlicher Sicht. Okay, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken, wie der im Vergleich steht. Okay, krass, ja. Ist gar nicht so. Ist mir der bisher durch die Lappen gegangen? Keine Ahnung, ich habe schon. Okay. Vielleicht immer übersehen. Klassischer MSCI World. Klassischer ETF. MSCI World. Ja, ich habe den eigentlich nie so auf dem Schirm gehabt. Ich bin nur gerade selbst ein bisschen von mir selbst verwundert, aber okay. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber der hat mich noch bei den verschiedenen Depots nie so wirklich gecatcht. Ist halt ein Swapper, ne? Viele Leute schließen halt Swapper von vornherein aus. Okay, im Dezember letzten Jahres hat er den gekauft. Das heißt, er muss ja einen anderen verkauft haben. Weil es sieht nicht nach Sparplan aus.
Warum hat er sich für einen Swap-basierten entschieden? Dann gucken wir noch mal kurz in die Aktivitäten. Ich will mal gucken, was er an Verkäufen getätigt hat. Okay, er hat hier den Luxor MSCI World. Den hat er im größeren Stil verkauft, auch im Dezember. Und hat dann den anderen gekauft, den Invesco. Okay, warum hat er den Luxor verkauft? Mit einer französischen ISIN. Ah, ich kann mir vorstellen, warum. Weil das ist, glaube ich, die teurere Variante. Wenn du dir den nämlich anguckst, also Luxor hat ja hier diesen super günstigen für 0,12, aber die haben auch hier einen teureren für 0,3. Und ich glaube, das ist der hier mit einer französischen ISIN, ja. Okay, jetzt verstehe ich. Also er ist umgestiegen und hat sich einen günstigeren geholt, weil er vorher den hier hatte, auch schon synthetisch. Also scheinbar legt er Wert darauf, dass es ein Swap-basierter ist, aber deutlich günstiger. Also der hier kostet 0,3. Und der andere kostet 0,19. Wir haben auf unserer Webseite übrigens, wenn ihr mal in den Rechner geht, einen Wechselrechner, um zu gucken, ob sich das lohnt, von einem ETF auf den anderen umzusteigen. ETF-Wechselrechner. ETF-Wechselrechner, also lohnt es sich, den ETF zu wechseln? Da gibt es zwei Methoden, wie man das betrachten kann. Opportunitätskosten oder Kostendeckungsperiode. Ich mache mal nach Opportunitätskosten. Sagen wir, er hatte drin 5.000 Euro. Der aktuelle ETF, also der teurere, kostet ihn 0,3. Der neue kostet ihn 0,19, also eine Differenz von 0,11% TER pro Monat. Transaktionskosten hat er, glaube ich, keine. Also wenn er zu Scalable umgezogen ist, hat er keine oder 99 Cent, je nachdem, welches Paket er gewählt hat. Gehen wir mal davon aus, er hat 99 Cent. Und Rendite pro Jahr, das braucht man für die Opportunitätskosten. Ja? Ach so, du weißt nicht, wie viel Gewinn kann man jetzt nicht, okay, komm, dann machen wir Kostendeckung, dann muss man nicht den Gewinn mit berücksichtigen. Das heißt, das Ganze hat sich nach 4 Monaten rentiert, ist ja klar, weil er ja nur diese 1,98 Gebühren berechnen muss. Wenn man aber die Steuern mit berücksichtigt, muss man halt angeben, wie viel Gewinn er drauf hatte. Das sieht man jetzt hier leider nicht draus. Machen wir einfach mal eine Annahme und sagen, hat er alle 2.000 Euro Gewinn drauf gehabt. Also eine doch recht hohe Zahl, ja. Kapitalertragssteuer, Freistellungsauftrag nicht ausgeschöpft, bam. Dann wird es sich wiederum kaum lohnen, ja. Da müsst ihr nach 58 Jahren, sorry, warten, um die Kosten, also dadurch, dass er die Steuer wieder rein, also dadurch, dass er eine verfrühte Steuer auslöst, wieder reinzuholen. Wenn er weniger Gewinn drauf hatte, zum Beispiel 1.000, dann wären es nur 10 Jahre, in Anführungszeichen, dass sich der Wechsel lohnt, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden verloren. Genau, unter der Opportunitätskostenbetrachtung übrigens, wäre es nur ein Jahr. Opportunitätskostenbetrachtung sagt im Endeffekt nur, es fällt jetzt zwar eine Steuer an, aber am Ende fällt auch eine Steuer an. Das heißt, die Kosten, die ich habe, sind im Endeffekt nur der Zins, der mir entgeht, dadurch, dass ich die Steuer früher zahlen muss. Genau. Ist ein bisschen komplexerer Rechner, aber im Endeffekt ermöglicht es euch zu vergleichen, ob sich ein ETF-Wechsel lohnt, also von einem teuren auf einen günstigeren ETF. Alles klar, also wir haben hier einen Switch von der größten Position, also von 35% MSCI World. Dann hat er sich leveraged, das ist auch sehr spannend, also gehebelt MSCI USA reingeholt. Das ist natürlich, also grundsätzlich auf den ersten Blick sieht man extrem starke Ausrichtung auf Amerika. Denn hier in diesem 35%-Block im MSCI World haben wir schon fast 60% Amerika. Hier haben wir Amerika sogar noch gehebelt. Das heißt, wir können den Prozentsatz hier fast verdoppeln. Ja? Also die 27%, weil ich vermute, es sind 2er-Hebel. Aber gucken wir uns gleich an. Mehr als 2 ist aber unter USITS nicht erlaubt. Und dann noch Nasdaq. Das ist ja auch Amerika nochmal. Ja? Und dann hier iShares, Electric Vehicles and Self-Driving Technologies. Gucken wir mal rein, was da drin ist. Ich will nur nochmal ganz kurz mit denen hier angucken. Also dieses Leverage. Wie stark der geleveraged ist. Also sehr wahrscheinlich ist es einfach ein 2er-Hebel. MSCI World USA zweifach gehebelt, also täglich, ne? Täglich bildet er die doppelte Performance ab. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, ne? 0,35, sowas kriegt man natürlich nicht zum Nulltarif. Rätst du davon ab, einen USD-ETF statt Euro zu holen? Nein, genau, also guter Hinweis. Die Fondswährung spielt keine Rolle. Ja? Die Fondswährung ist im Endeffekt nur eine Anzeigegröße. Es ist wie, wenn wir sagen, diese Distanz hier, zwischen meinen beiden Händen. Die Distanz ist immer gleich, ganz egal, ob ich jetzt das Ganze in Zentimeter oder in Fuß, also in britischen Fuß berechne. Ja? Es ist einfach nur eine andere Anzeigeeinheit. Die Zahl wird auch eine andere sein, aber die Distanz bleibt trotzdem dieselbe. Und bei einer Fondswährung ist das genau dasselbe. Also ob ein Fonds jetzt in US-Dollar gerechnet wird, weil so ein Fonds, so ein ETF, also zum Beispiel so ein World-ETF ist ja sowieso eine Mischung, ich glaube, aus 17 unterschiedlichen Währungen. Die werden alle einfach mal in US-Dollar umgerechnet. Und dann kriegst du einen US-Dollar-Kurs angezeigt. Aber dein Depot-Broker rechnet das sowieso nochmal in Euro um. Ja?
Also es macht keinen Unterschied, ob dein Depot, ob dein Broker dir deinen ETF von US-Dollar in Euro umrechnet oder ob dein ETF dir das Ganze direkt in Euro ausspuckt. Ist genau dasselbe. Von daher lasst euch von sowas nicht verrückt machen. Genau, okay, also hier, wir haben den zweifach gehebelten Amundi, haben wir schon drüber gesprochen. Das ist also zweimal, also die US-Rendite bildet er ab, allerdings immer nur auf täglicher Basis. Also zu solchen gehebelten ETFs müssen wir echt mal ein Video machen. Ganz dumme Frage. Die sind natürlich, es gibt nur Swap-gehebelte ETFs. Nö, gute Frage. Gibt es teilphysisch oder sowas? Na rein, theoretisch könnten die einfach einen Kredit aufnehmen, weil ich glaube, USITS darf keinen Kredit aufnehmen. Gute Frage, müssen wir auf die Frageliste für Arne packen, unseren Experten bei Luxor. Aber ich denke mal, dass die meisten physisch sind, Swap-basiert, sorry. Aber das kann man sich ja angucken, wir können einfach mal filtern. Short and Leverage ETFs. Short and Leverage ETFs. So, und jetzt können wir uns hier eine Spalte einblenden lassen. Eine Replikationsmethode. Ja, und hier sehen wir Swap-basiert. Das sind alles synthetisch replizierende, ausnahmslos. Ja, okay. Also, Frage beantwortet. Wenn ihr gehebelt oder Short wollt, dann wird das synthetisch reproduziert. Und unfunded versus funded ist dann einfach nur, dass die. Ist das so ein Dingsportfolio? Das bezieht sich auf die Sicherheit. Genau, auf das Trägerportfolio, genau. Okay, also Leverage, Nasdaq ist klar, was da drin ist. Emerging Markets auch klar. Und auch das hier ist wieder ein Swapper, super interessant. Und dann Electric Vehicles, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Dann schauen wir nochmal, was da drin ist. Okay, gut, wenig überraschend. Tesla auf der 1, aber mit in Anführungszeichen nur 4%. Das finde ich noch verhältnismäßig wenig. Dafür, dass in diesem ETF 88 Wertpapiere drin sind, also relativ konzentriert, also nicht diversifiziert. Dann Ford, okay, Nvidia als Zulieferer für Chips, für die Self-Driving Cars, BYD, Toyota, gut, also Automobilkonzerne. Denso, was macht Denso? Zyklische Konsumgüter. Oh, das ist eine Automarke sehr wahrscheinlich, ne? Schreibt es mal in den Chat, Leute. Denso ist ein Automobilzulieferer. Okay. Eaton, Maruti, Suzuki, India, okay. Samsung und Infineon. Okay. Ach, guck mal hier, das hätten wir auch auf iShares schauen können, da hätten wir die vollen 18 gehabt. 88. Gut, ist natürlich eine Sektorwette, ne? Also auf Automobil. Genau, also hier sehen wir die vollen 88, die da drin sind. Honda ist mit drin. Also wir haben halt jede Menge Automobilzulieferer. General Motors, Garmin auch wieder, das ist für das GPS. Mhm. Daimler, BMW, also auch die Deutschen sind mit drin. Volvo, Renault. Also im Endeffekt ist es quasi konzentriert auf Automobilhersteller, würde ich mal sagen. Gemischt mit IT-Unternehmen, ja. Also die dann halt die Chips und GPS und solche Dinge machen. Ja, cool. Soweit mal das Portfolio. Noch ein MSCI China mit drin. Wo denn? Sehe ich gar nicht. Ah, hier. Ja. Genau, aber relativ kleine Gewichtung, 0,1. Also alles unter 1% würde ich mir jetzt gar nicht unbedingt angucken. Sind dann halt Einzelaktien aus Hobby, hat er schon gesagt. Apple, BMW, Daimler, HelloFresh, Daimler Truck. Wusste ich gar nicht, dass die rausgesplittet wurden. Und Sun Hydrogen. Okay. Ja, interessant. Also, wenig überraschend wirst du sehr wahrscheinlich feststellen, dass du ein ultimatives Schwergewicht in US hast. Also, genau, 72% deines Portfolios sind in US-amerikanische Werte investiert. Das ist nochmal ein gutes Stück mehr als im MSCI World. Dann 5% China, kommt natürlich der China-ETF und Emerging Markets und genau 6% in Deutschland. Also Portfolio-Optimierung meinerseits wäre natürlich, also wenn du auf Diversifikation setzen willst, würde ich das auf jeden Fall mal ein bisschen ausbalancieren und mich von einem dieser beiden ETFs verabschieden. Zumal das hier ja noch gehebelt ist, ne? Gut, aber die ersten vier machen echt ich so glaube, du vernachlässigst Großteil. Europa und Emerging Markets. Ja gut, okay, 10%, das ist wie im ACWI. Also das ist jetzt keine Untergewichtung. Was soll ich sagen? Sorry, ich habe schon unterbrochen. Nee, ich wollte nur sagen, dass die ersten vier machen ja den Großteil des Portfolios aus eigentlich. Mhm. Ja, 11% Emerging Markets, aber ja so ein bisschen Europa, vielleicht auch Small Caps oder so. Könnte man auch noch Small überlegen. Caps ist eine Idee, genau. Ja, das erwähnen wir eigentlich viel zu selten. Ja. Small Caps erwähnen wir viel zu selten, ja. Das ist echt eine Option. Also du hast ja jetzt nur große Unternehmen mit drin, aber die Small Caps machen schon in der Anzahl einen deutlich größeren Prozentsatz. Also solides Portfolio, gute Sparrate, kann man auf jeden Fall mal sagen, auch dass du die nochmal hochfahren willst, sehr, sehr stolze Sparrate. Der Switch hier wird sich langfristig sehr wahrscheinlich lohnen, dass du hier weniger Kosten bezahlst. Außer halt der Luxor wird auch nochmal günstiger gemacht. Das kann natürlich sein, wenn er jetzt in der Fusion mit Amundi mit einem günstigeren fusioniert wird. Ansonsten ja, ist es mir persönlich zu viel Amerika, zu wenig Europa und
Small Caps kann man tatsächlich mit einbauen. Ja, ansonsten ultimativ Tech-Heavy. Ich verstehe, dass du den hier verkauft hast, diesen Minimum Volatility, weil der sehr wahrscheinlich bei weitem nicht so gut gelaufen ist, wie die ohne diesen Faktor. Ja. Aber der holt jetzt sehr wahrscheinlich wieder ein bisschen auf. Ich hoffe, dir hat der heutige Portfolio-Check gefallen. Wenn du noch weitere Portfolios sehen möchtest, die ich mir angeschaut habe, kannst du gerne mal hier oder hier klicken. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Portfolio-Analysen nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.